Nummer 1. Du lässt dich herumschubsen und dich deiner Würde und Selbstbestimmung berauben. Eigentlich ist das einer der zentralen Dilemmas unserer Zeit. Und ich meine hier nicht nur, dass du aufbegehren solltest, wenn du in der Schule oder am Arbeitsplatz gemobbt wirst. Nein, ich meine hier die schiere Dreistigkeit, mit der Unternehmen, Behörden oder ganz normale Leute, denen du im Alltag begegnest, oftmals ihren Gegenüber behandeln. Sie tun das, weil sie es tun können und weil sie viel zu wenig Gegenwind bekommen. Und da Toleranz eben oft als Zeichen der Schwäche gewertet wird, werden sie damit auch nicht aufhören. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du einen gut geeichten moralischen Kompass hast und dass du zwischen verhältnismäßig und unverhältnismäßig unterscheiden kannst. Wenn das der Fall ist, dann hast du auch das Recht, massiv aufzubegehren, sobald deine Würde, dein Raum und deine Selbstbestimmung angegriffen wird. Ganz ehrlich, du bereust es unter Umständen für den Rest deines Lebens, wenn du es nicht tust. Zweitens, hör auf, dich zu rechtfertigen. Dieser Punkt schließt direkt an den ersten. Wie du die Dinge machst, die du machst und warum du sie machst, ist vollkommen deine Sache, solange du nicht Raum und Ehre eines anderen beeinträchtigst. Du schuldest anderen keinerlei Rechtfertigung, Erklärung oder sogar vorauseilende Entschuldigung für dein Tun und Handeln. Zufrieden kannst du sowieso nicht alle stellen. Wenn du genau das aber versuchst, dann ballerst du dir selbst ins Knie. Die meisten Leute, gegenüber denen du dich rechtfertigst, werden dann nämlich immer mehr von dir verlangen. So lange, bis man dich am Nasenring durch den Alltag schleift. Hör also auf, dich zu entschuldigen, wo es nichts zu entschuldigen gibt, und setze stattdessen andere lieber vor vollendete Tatsachen. Zu lange zweifeln und überlegen, nur weil du nicht anecken willst, hemmt dich und es sabotiert deine Ziele und Erfolge. Drittens, Frauen hinterherlaufen und selbige als dein oberstes Ziel im Leben zu betrachten. Es gibt ja die Redensart, man verliert haufenweise Geld beim Frauen hinterherlaufen, aber man bekommt haufenweise Frauen beim Geld hinterherlaufen. Das ist natürlich schön griffig und plakativ, aber in letzter Hinsicht ist der Spruch wahr. Frauen wollen Erfolgsmänner mit Status sowie maximaler Selbstbestimmung im Leben. Erst kommt deine Arbeit, dann die Frauen, ganz automatisch.